So. Komme ich da hin? Nein, das war falsch. So geht's natürlich auch. Mist. Okay, so müsste ich, glaube ich, hinkommen. Gut. So. Tut mir leid, das ist jetzt halt nicht gerade unbedingt spannend. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, die gesamte Aufnahme-Dingens ist gerade nicht so der Burner. Tut mir leid. Aber das gehört halt auch dazu, ne? Das kann nicht immer hier Laberei und spannend und Höhle und so sein, ne? Gut, das ist schon eine Weile nicht mehr so, aber ja, es ist halt so, ne? So, 1, 2, 3, 4. Oh, hier geht's wieder so. So, 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. So. Da muss das Ganze dann nur noch mit Wolle aufgefüllt werden. Dann passt das. 1, 2, 3, 4. Und die Wolle, die kriegen wir ja, das ist nicht ein Problem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wo ist jetzt innen durch? Ja, das ist natürlich schade, aber naja. So. Dann brauchen wir Wolle und dann können wir die Seite auch fertig machen. Wir brauchen hier mal so einen provisorischen Aufgang. So. Ah, es wächst und gedeiht. Ich finde das auch ganz gut jetzt hier mit den Dingern hier. Ich habe gerade überlegt, ob man vielleicht das nächste Mal, wenn man sowas baut, vielleicht links und rechts so eine Art Gehweg noch macht. Mit Treppe oder so. Ne, dann müsste man auch nicht immer so die Erde wieder stampfen. Das wäre natürlich auch eine Option. Ah, hier haben wir die Dingens noch nicht hingepackt. Wir brauchen noch ein paar Leitern. Leitern, sage ich schon. Treppen. Da fehlen noch ein paar. So, gut. Das müssten wir vielleicht beim nächsten Mal noch beachten, wenn wir wieder mal sowas bauen. Dann hätten wir diese Problematik nämlich nicht, wenn wir hier links und rechts davon mit Treppe oder so einfach ganz normal laufen könnten. Dann hätten wir das nicht. So, ich mache das von unten nach oben, ist einfacher.
Aber ein bisschen Schwund ist immer, ne? Ein bisschen Schwund ist immer. Eigentlich, wenn ich das... Oh, so geht das. Hab ich mir nämlich vorhin schon überlegt, dass das irgendwie ganz cool wäre. So. Gut. Dann kann das hier wachsen und gedeihen. Was natürlich ist, was ich gesehen habe, ist, da unten haben wir irgendwo noch Erde und so. Da könnte man auch irgendwie dann noch Wolle reinbringen. Damit es auch von innen gleich aussieht. Da unten haben wir das. Naja, das wäre ein bisschen Wolle, das wäre ja nicht so schwierig. Kann man ja irgendwie dann noch machen. Und hier ist sowieso noch nicht so ganz klar. Wie das hier... Also da wird... Also ich glaube, den Teil hier, das Ende, werde ich noch ein bisschen verarbeiten oder bearbeiten in nächster Zeit. Jetzt gerade habe ich nicht die Idee dazu und den Elan dazu, aber das machen wir auf jeden Fall auch noch. So. Wir dürfen die Schafe nicht vergessen, weil wir brauchen auch Wolle. Eine schöne weiße Wolle. Alter, wenn ihr so weitermacht, können wir da drüben auch gleich fertig machen, ne? Wir können ja mal gucken, wie weit das wir kommen. Na, ich glaube, das wird nicht reichen. Aber... Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich reinpacken. Ich sammle hier immer Eier ein, ne? Beim Vorbeigehen. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Das war's schon. Das stört mich jetzt, ne, mit dieser... Ich überlege die ganze Zeit, wie ich das irgendwie lösen kann. Das Ding ist halt, wenn ich Leitern hinmache, dann bleibt, glaube ich, das Wasser hängen. Und halt dann auch das Gezuppel, was runter soll. Deswegen schwierig, 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 schwierig. Naja, wir lassen es halt jetzt erstmal so. Vielleicht fällt uns ja noch was ein.
Und hier überlege ich halt tatsächlich, ob ich das Ganze dann so umbaue, huch, dass hier dann zu ist und dann hier vorne irgendwie der Zugang, um die Sachen zu holen oder so. Mal gucken. Da gucken wir noch. So, ich glaube, die ganzen Samen hier können wir eigentlich mal wegschmeißen. Weil es gibt ja eh wieder neue. Ist hier eine Höhle? Oder so? Nö. Okay, das ist doch hier ein passender Ort. Plutsch. Plutsch. Ab ins Wasser mit euch. Liebet und vermehret euch. Aber nicht hier in meiner Kiste. So. Und aus den Dingern hier, also aus den Weizengedöns, könnten wir eigentlich erstmal Brot machen. So richtig viel Brot. Oh, da sind ja immer noch Weizen, sage ich schon. Ja gut, ein bisschen was lassen wir da. Werdet doch nicht gleich so nervös. Aber ich sehe schon, ihr wart schon wieder fleißig. Ihr wart schon wieder fleißig. Ja, da fällt mir was ein. Mir wurde gesagt, ich hätte wieder das... Oh, ich habe tatsächlich das... Oh. Warum ist hier nicht mehr Chroma Hills drin? Biene hatte tatsächlich recht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das lag wahrscheinlich daran, weil ich mal kurz in der 15 war. Kann es sein, dass das irgendwie zusammenhängt? Das stimmt tatsächlich. Ich hatte gar keine Dingens mehr drin. Na komm. Los, Minecraft, du schaffst es! Das ist mir gar nicht aufgefallen. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Danke, Biene, auch wenn es jetzt natürlich schon einige Folgen später ist. Aber ja, du hattest tatsächlich recht. Komisch. Jetzt sieht das natürlich alles wieder anders aus, ne? Mann, 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 Mann. Also das ist ja schon jetzt ein bisschen, ist ja schon ein bisschen peinlich, wa? Jetzt habe ich die Schere mitgenommen, das war ein großer Fehler. Da muss ich ja nachher gleich mal nach dieser Aufnahme der guten Biene antworten, dass sie recht hatte. Ne? Mann, Mann, ich habe das echt nicht gemerkt, ne? Das ist mir jetzt vorhin so, ne? Scharfe Scheren und so, da habe ich irgendwie so ein bisschen über Gott und die Welt nachgedacht. Und dann plötzlich so, Moment mal, da war doch was. Ja, ja. So. Mann, Mann, Mann. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt. Warte. Wo haben wir es? YouTube Studio. Also auf dem Handy natürlich. Kommentare. Biene.
So. Also ich schreibe jetzt gerade, ich kann es ja mal ganz kurz sagen, ich sage, huch, jetzt wo du sagst, tatsächlich gerade in der Aufnahme. Huch, auf. Hallo? Aufnahme bemerkt. So, kommentiert. So, wir müssen schlafen gehen. So, dann schreiben wir noch einen Kommentar dazu. Vermutlich, weil ich mal in der 1.15 war. So. Wäre ja doof, wenn ich jetzt warte, bis diese Folge rauskommt, damit sie die Reaktion darauf hat und merkt so, aha, ich hatte recht. Ja, hattest du. So, mein Gott, das ist mir echt nicht aufgefallen, ne? Wahrscheinlich, weil ich halt eine Weile jetzt in der 15 drin war und das einfach als normal empfunden habe. Kann man das eigentlich nicht anders wieder rückgängig machen hier? Geht das nicht irgendwie schneller? So geht's. So. Ist echt witzig, dass mir das nicht aufgefallen ist. Sachen gibt's, wa? Aber jetzt ist schon wieder, also das ist jetzt schon wieder schöner, ne? Also das muss man schon sagen, ne? Ist da keine schnellere Methode, um das wieder rückgängig zu machen? Ich frage für einen Freund. Wahrscheinlich werde ich es dann eh wieder vergessen, falls es eine gibt und man sie mir sagt. Weil ich bin ja sehr vergesslich. Dass ich morgens meinen Namen noch weiß, ist ein Wunder. Naja. Geh doch nicht da rein. So. So. Tue ich das gerade? Wahrscheinlich, weil wir einfach diese Felder nicht mehr brauchen, ne? Wir brauchen sie halt nicht mehr. Wir haben jetzt ein Riesenfeld. So. Dann kann das wieder grün werden. Und hier unten müssen wir halt auch mal gucken, ne? Also klar, wir sollten vielleicht irgendwie mal das Haus weitermachen. Aber irgendwie traue ich mich da nicht. Wie weit sind wir da eigentlich? Wie weit sind wir eigentlich beim Haus? Ach so, ja, wir brauchen Diorit. Das heißt, wir bräuchten eigentlich wieder mal Höhlentour, ne?